vor dem Ersten Weltkrieg musste ein junger holländischer Marineflieger auf der kleinen niederländischen Insel Komodo im Sunda-Archipel notlanden. Es war wie im Albtraum. Er meinte, den Monstern und Fabelwesen aus seiner Kindheit wieder zu begegnen, den riesenhaften Drachen aus Mythen und Legenden. Die vorgesetzten Offiziere, denen er nach seiner Rettung von meterlangen Echsen berichtete, die mit einem Schwanzschlag sogar Hirsche töten können, glaubten, die lange Zeit der Einsamkeit habe ihn geistig verwirrt und schickten ihn daraufhin in eine psychiatrische Klinik. Nur der Direktor des Botanischen Gartens Buitenzorg auf Java glaubte damals den fantastischen Berichten und rüstete sofort eine Expedition aus. Noch im gleichen Jahr gelang eine der sensationellsten zoologischen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts. Drachen existierten wirklich. Diese Warane, die größten Landechsen der Erde, werden bis zu 4 Meter lang und 150 Kilo schwer. Nicht nur auf Komodo, auch auf den Nachbarinseln Flores, Rincha und Pada haben diese Kraftpakete aus der Urzeit überlebt. Auf Komodo leben heute 5000 Warane. Doch der internationale Tierhandel und die fortschreitende Zerstörung der natürlichen Umwelt, selbst in diesem entlegenen Teil der Erde, bedrohen die Drachen. Für die französische Zoologin Nicole Villotot ist der Schutz der Komodo-Warane zum Lebensinhalt geworden. Von Kindheit an sind Echsen ihre Leidenschaft. Die relativ kleine Insel Komodo ist nicht sehr beeindruckend, aber sie ist die Heimat dieses Fabelwesens. Schon immer habe ich davon geträumt, in der Zeit der Dinosaurier zu leben. Ich wünschte mir, den Stegosaurus, den Triceratops und all die fantastischen Tiere mit eigenen Augen zu sehen. Die Warane gehören zu den letzten Überlebenden der Urzeit. Als ich hier ankam, wusste ich sofort, das ist meine Insel. Zuerst konnte ich nicht sagen, was ich hier eigentlich suchte. Irgendetwas zog mich magisch an. Ich bin für meine Entscheidung, hierher zu kommen, wirklich belohnt worden. Nicole Villotot fühlte sich auf Komodo in ein frühes Erdzeitalter zurückversetzt. In eine Welt, die noch nicht vom Menschen kontrolliert wurde. Ihr größter Wunsch war es, diesen Urzeitwesen so nahe zu kommen wie niemand vorher. Die Nationalparkbehörde machte zuerst Schwierigkeiten, denn den Experten schien das Forschungsprojekt für eine Frau zu gefährlich. Doch Nicole Villotot blieb hartnäckig. Und so einigte man sich auf einen Kompromiss. Die Zoologin durfte ins Innere der Insel, aber nur mit einem erfahrenen Fährtensucher. Yusuf kennt die Warane und ist seit 5 Jahren Ranger hier im Nationalpark. Zu meiner Sicherheit begleitet er mich auf meinen Exkursionen. Weshalb haben die Komodo-Warane ein so ausgesprochen kleines Verbreitungsgebiet? Eine Frage, die die Zoologin immer wieder mit Fachleuten diskutiert. Man nimmt heute an, dass die Echsen vor etwa 30 Millionen Jahren über eine Landbrücke von Australien her einwanderten. Als die indonesische Landmasse durch Kräfte aus dem Erdinnern immer weiter von Australien wegdriftete und durch gewaltige Vulkanausbrüche in viele kleine Inseln zerfiel, wurden die Tiere isoliert und konnten keine neuen Lebensräume erobern. I think it's a big dragon. Nicole Villotot findet die Reste einer Drachenmahlzeit. Nur Haut und Knochen sind übrig geblieben. Lange Zeit waren die Warane die einzigen Raubtiere auf der Insel. Sie sorgten für das biologische Gleichgewicht. Hirsche und andere Pflanzenfresser konnten nicht überhand nehmen.
So blieben zum Beispiel die Wälder auf der relativ trockenen Insel erhalten. Dieses gut ausgependelte Gleichgewicht in der Natur blieb über Jahrmillionen erhalten. Es geriet erst in Gefahr, als man auf die Drachen aufmerksam wurde. Chinesische Apotheker glaubten, die Haut der Warane enthalte ein starkes Potenzmittel. 7 Jahre lang dauerte die gnadenlose Jagd. Als schon Hunderte der ohnehin seltenen Tiere dem Gemetzel zum Opfer gefallen waren, erklärte sich der Sultan von Bima zu ihrem Beschützer und drohte jedem Wilderer die Todesstrafe an. Später übernahm die Regierung von Indonesien den Schutz der Komodo-Warane und erklärte einen Teil der Insel zum Nationalpark. Heute werden die Wohnhöhlen der Drachen vermessen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Waranarten graben die Komodo-Warane ihre Baue selbst. Es ist nicht ungefährlich, so nah an ihre Höhlen heranzugehen. Zwar sind sie in der Regel tagsüber auf Jagd, doch Yusuf schließt nicht aus, dass doch vielleicht einer zurückgeblieben ist. Das ist sehr tief. Nur widerwillig lässt der Ranger die waghalsige Zoologin gewähren. Er weiß inzwischen, dass er sie nicht bremsen kann. Next one. Auf zur nächsten Höhle. Komodo-Warane besiedeln alle Zonen der Insel. Sie kommen in den Grassteppen des Hochlandes ebenso vor wie in den dichten Wäldern im Tal. Erwachsene Warane sind nicht scheu. Auf ihren Streifzügen dringen sie bis zu den menschlichen Siedlungen vor. In Kampung, einem Fischerdorf, ist es schon mehrfach zu tödlichen Zwischenfällen gekommen. Aus einer Wiege, die unbeaufsichtigt auf einer Veranda eines Hauses stand, schnappte sich zum Beispiel ein Waran ein Baby. Auch die 80-jährige Naima Ganto kann eine unheimliche Geschichte erzählen. Ich war damals noch eine junge Frau, doch ich erinnere mich noch so genau, als sei es gestern passiert. Wir brauchten Holz, um das Dach unseres Hauses zu reparieren. Mein Bruder Usman und sein Freund Ismail gingen deshalb in den Wald, um Bäume zu fällen. Plötzlich tauchte einer dieser Drachen auf. Es war ein Riese, über 3 Meter lang. Der Waran griff ohne zu drohen an. Er biss Ismail sofort in den Hals. Mein Bruder versuchte noch, seinem Freund zu Hilfe zu kommen, doch als immer mehr Drachen aus dem Unterholz auftauchten und auch ihn angriffen, ist er geflohen. Im Dorf holte er Verstärkung. Alle Männer bewaffneten sich mit Knüppeln und rannten in Windeseile los, um Ismail zu helfen. Doch sie kamen zu spät. Er war wie vom Erdboden verschwunden. Die Drachen hatten ihn mit Haut und Haaren verschlungen. Solche Geschichten sind keine Erfindungen der Einheimischen. Das weiß man spätestens seit Anfang der 70er Jahre, als ein Rettungstrupp tagelang einen Schweizer Touristen suchte, der von seinem Ausflug in die Wildnis nicht zurückgekehrt war. Alles, was man von ihm fand, waren seine Brille und sein Fotoapparat. Der Tag bricht an. Wieder hat sich Nicole Villotot eine Menge vorgenommen. Sie will zu den Hängen des Mount Goreng im Innern der Insel aufbrechen. Dort soll es nach Auskunft der Ranger die größten Drachen geben. Das Unternehmen hängt von einer guten Planung ab. Deshalb werden die Rucksäcke noch sorgfältiger als sonst gepackt. Ein 5-stündiger Fußmarsch liegt vor ihnen.
quer durch dichte Wälder und sengend heiße Grassteppen. Am Mittag haben die Forscher den Hochwald erreicht. Stechender Aasgeruch hängt in der Luft. Im dichten Unterholz muss ein Kadaver liegen. Vorsicht ist geboten, denn irgendwo in der Nähe müssen die Drachen sein. Hol mir bitte die Kamera. In einer Lichtung liegt ein toter Hirsch. Ein nur 1,5 Meter langer Waran versucht erfolglos, den Kadaver aufzureißen. Die junge Echse ist nicht kräftig genug, ein Tier von dieser Größe zur Strecke zu bringen. Woran aber ist der Hirsch nur zugrunde gegangen? Starb er eines natürlichen Todes? Oder taucht vielleicht gleich der eigentliche Jäger auf? Der müsste dann ein etwas anderes Kaliber haben. Die Kiefermuskeln des jungen Warans sind noch schwach. Da er nicht an die Innereien herankommt, konzentriert er sich schließlich auf die Augen des Kadavers. Ein weiterer junger Waran taucht auf. Das ist ein Zeichen, dass ältere Tiere nicht in der Nähe sind. Es kommt durchaus vor, dass Warane sich einen schwächeren Artgenossen schnappen und auffressen. Deshalb wagen sich die Jungtiere nur an Beute, wenn sie sich absolut sicher fühlen. Aber wenn es sein muss, dann flüchten sie auf Bäume, denn dahin können ihnen die schwereren Echsen nicht folgen. Noch vor wenigen Jahren glaubte man, dass die Drachen ihre Beute durch Schwanzhiebe töten. Die Einheimischen behaupteten dagegen, dass ihr Biss giftig sei. Da Warane keine Giftzähne wie manche Schlangen haben, hielten die Zoologen die Schilderungen für ein Märchen. Bis 1975 ein französischer Fotograf von einem Drachen gebissen wurde. Obwohl er mit Antibiotika behandelt wurde, alterte seine Wunde stark. Sie heilte einfach nicht. 4 Wochen später starb der Fotograf. Untersuchungen ergaben, dass der Speichel eines Warans so viele gefährliche Keime enthält, dass sich offene Wunden meist in kürzester Zeit entzünden und das gebissene Opfer innerhalb weniger Tage an Blutvergiftung stirbt. Der Waran muss seinem Beutetier nur auf der Spur bleiben, bis es verendet. Verdammter Mist! Als Nicole Villotteau am Abend erschöpft ihr Lager erreicht, traut sie ihren Ort nicht. 5 große Warane plündern ihr Zelt. Verjagen lassen sie sich nicht, denn in ihrem eigenen Territorium fühlen sie sich überlegen. Sie schlingen alles runter, selbst Wäsche und Bücher. 4 Wochen Forschungsarbeit sind gefährdet, denn die Zoologin hat das Notizbuch mit ihren Aufzeichnungen im Lager zurückgelassen.
Das darf nicht wahr sein. Was für ein Durcheinander. Obwohl ihr Lager verwüstet ist, hat die Forscherin Glück im Unglück. Das Notizbuch ist unbeschädigt. Auch die Kamera funktioniert noch. Der Überfall der Warane macht Nicole Villotteau eines klar. Sie hat das Wesen der Drachen immer noch nicht richtig verstanden, weiß immer noch wenig über ihr Verhalten. Schließlich fasst sie einen Entschluss. Ich muss den Drachen unbedingt so nahe kommen, dass ich ihnen Auge in Auge begegne. Nur so werde ich mehr über diese geheimnisvollen Tiere erfahren. Zum Schutz vor gefährlichen Bissen hat sie sich ein Kettenhemd übergezogen. Dann bricht sie zum gefährlichsten Rendezvous ihres Lebens auf. Ein riesiges Männchen steht plötzlich vor mir. So ein Riesentier habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich gehe auf ihn zu, überschreite seine Fluchtdistanz und weiß genau, dass ich ihn damit herausfordere. Zum Umkehren ist es nun zu spät. Ich muss ruhig bleiben, so als ob ich zur Landschaft gehöre. Er soll spüren, dass ich stark bin. Die Angst schnürt mir die Kehle zu. Was passiert, wenn der Drache meine Furcht spürt? Hat er verstanden, dass ich nicht als Feind gekommen bin? Er lässt mich wirklich gehen. Während der Trockenzeit gleicht die Insel Komodo einem Backofen. 40 Grad im Schatten ist noch eine angenehme Temperatur. 8 Monate lang fällt kein einziger Tropfen Regen. Die meisten Wasserlöcher, an denen die Tiere trinken können, trocknen aus. Für Nicole Villotteau und ihren Begleiter sind die täglichen Exkursionen bei sengender Sonne eine große Strapaze. Aber für die Zoologin ist es wie eine Sucht. Sie muss einfach jeden Tag etwas Neues entdecken. Auch Schlangen ziehen sie magisch an. Wenn ich mich mit einer Giftschlange messe, dann trete ich mit ihr in eine Beziehung. Es sind Momente höchster Konzentration. Alles ist so klar, so eindeutig. Kein anderer Gedanke verstellt den Blick auf das Wesentliche. Kriechtiere gehorchen nur ihrem Instinkt und ihren Hormonen. Sie reagieren nach immer gleichem Muster auf Umweltreize. So etwas wie einen Verstand oder ein Gewissen haben sie nicht. Auch wir Menschen sind in unserem tiefsten Inneren Echsen geblieben. Wenn es mir möglich wäre, nur auf mein Gefühl zu hören und diese Kontrollinstanz auszuschalten, die sich Verstand nennt, könnte ich auch das Wesen der Drachen verstehen lernen.
Um die lebensbedrohende Trockenzeit zu überstehen, haben die Tiere hier die unterschiedlichsten Strategien entwickelt. Frösche zum Beispiel graben sich tief in die Erde ein und verfallen in eine Starre, so wie bei uns die Lurche im Winter. Wie bei allen Kriechtieren hängt die Körpertemperatur auch bei den Waranen von der Umgebung ab. Damit sie keinen Hitzschlag bekommen, müssen sie während der heißen Zeit hin und wieder den Schutz kühlerer Felsspalten suchen. Durch die unerträgliche Hitze in der Trockenzeit verändert sich das Verhalten der Echsen. Sie sind träge und gehen nur noch selten auf Jagd. Meist werden sie erst abends munter. Dann suchen sie nach verdursteten und verhungerten Tieren. Für Nicole Villotteau bedeutet ihre Arbeit in der Natur die totale Freiheit. Wer neugierig ist und genau hinsieht, dem wird es niemals langweilig, sagt sie. Auch bei stundenlangem Beobachten aus einem Versteck entdeckt man immer wieder etwas Spannendes. Todesmutig versucht ein Wildschwein, den Waranen die Beute zu stehlen. Dabei könnte es leicht selbst Opfer werden. Niemand würde mir diese seltsame Geschichte glauben, hätten wir sie nicht gefilmt. Das Schwein hat wirklich Nerven wie Drahtseile. Als immer mehr Drachen am Kadaver auftauchen, wird es dem Wildschwein schließlich doch zu gefährlich. Obwohl es schon tagelang nicht mehr genug zu fressen hatte, zieht es schließlich die Sicherheit vor. Warane haben einen ausgesprochen dehnbaren Magen und sind Meister im Schnellfressen. Erwachsene Tiere können in einer Minute mehr als 3 Kilo Fleisch runterschlingen. Wenn der Wind günstig steht, können die Echsen einen Kadaver auf 3 Kilometer Entfernung riechen. Die Zunge arbeitet wie ein Detektor. Sie fängt die Moleküle aus der Luft auf und führt sie zum Gaumendach, wo das eigentliche Geruchsorgan liegt. Diese Nase, bei den Waranen heißt sie das Jakobssohnsche Organ, ist 1000-mal empfindlicher als die menschliche Nase. In der Mittagshitze taucht plötzlich ein großes Männchen auf und rennt am Versteck der Forscher vorbei. Ein ungewöhnliches Verhalten bei diesen Temperaturen. Nicole Villotteau hat nur eine Erklärung. Der Drachen hat ein frisch verendetes Tier gerochen. Nun kann sie endlich mit der Kamera festhalten, wie die Warane einen Kadaver öffnen. Alles muss sehr schnell gehen, denn sie dürfen den Waran nicht aus den Augen verlieren. Zwei Kilometer bis zum Strand ist er gelaufen und dort liegt tatsächlich eine tote Hirschkuh. Eindrucksvoller lässt sich kaum demonstrieren, wie spürsicher die Nase eines Warans ist. Der Drachen beginnt sofort zu fressen. Wie erwartet, reißt er zuerst die weiche Bauchdecke auf, um Därme und andere Innereien zu verschlingen. Nicole Villotteau ist fasziniert. Auf diese Bilder hat sie seit Monaten gewartet. Während ihr Begleiter Yusuf erschöpft am Strand geblieben ist, bricht sie noch mal allein in den Wald auf. Sie ist mit der Ausbeute des Tages noch nicht zufrieden, denn sie hat einer Fotozeitschrift sensationelle Bilder versprochen. Eine Kobra. Fast hätte sie das hochgiftige Reptil übersehen. So eine Begegnung kann leicht tödlich ausgehen. Doch selbst die gefährlichste Schlange Südostasiens bringt Nicole Villotteau nicht aus der Ruhe. Im Gegenteil. Das Reptil ist für sie eine Herausforderung. Wenn man die Kobra nicht reizt, fällt es ihr schwer, den kritischen Punkt zwischen Trägheit und Angriffslust zu überwinden.
Nicole Villotour liebt diese Gratwanderung. Nur so kann man sich wirklich erfahren, sagt sie. Es ist wie beim russischen Roulette. Man kann den Vorderkörper der aufgebäumten Kobra bei ruhiger Annäherung mit einem Stock oder sogar der flachen Hand so weit zurückbiegen, dass die Schlange das Gleichgewicht verliert und umfällt, ohne gebissen zu haben. Mein Gott, sie bespuckt mich. Das ging beinahe schief. Die Kobra hat ihr Gift verspritzt und dabei genau auf die Augen der Zoologin gezielt. Doch Nicole Villotour kennt diesen Schlangentrick. Sie hatte sich vorsichtshalber eine Sonnenbrille aufgesetzt. Es klingt verrückt, doch wenn ich eine Schlange sehe, muss ich sie einfach fangen und mit ihr spielen. Diesem Zwang kann ich nicht widerstehen. Ich fühle mich von Reptilien angezogen. Wenn ich mich mit der Kobra messe, mich bedingungslos auf sie einlasse, werde ich eins mit ihr, denke und handle wie sie. Das eigentliche Wesen der Reptilien lernte ich kennen, als ich einen Angriff einer Drachenmeute auf einen hilflosen Hirschbullen beobachten konnte. Ich war aschfahl, als wäre ich gerade Zeuge eines heimtückischen Mordes geworden. Doch dann hätte mir der Mörder wenigstens nicht so ungerührt ins Auge gesehen wie diese Echsen. Vielleicht war es der Eindruck dieser kühlen, unerschütterlichen Arroganz, der mich derart aus der Fassung brachte. Nur wusste ich als Wissenschaftlerin allzu gut, dass all die bösartigen Gefühle, die ich den Echsen anzudichten versuchte, meine eigenen waren. Die Warane gingen nur ihrem Instinkt auf einfache und ganz direkte Weise nach. Die Drachen wussten nichts von dem Entsetzen, der Schuld und Widerwärtigkeit, die ich in sie hineininterpretierte. Also prallten all diese Empfindungen, gespiegelt in diesen unbeweglichen, desinteressierten Augen, auf mich zurück. Ich war von meinem eigenen Spiegelbild so erschrocken, dass ich minutenlang stumm unter einem Baum saß, auf die durcheinander kriechenden Tiere starrte und über die menschliche Seele nachdachte. Zugegeben, auch mir haben diese Tiere mit ihren gewaltigen Mäulern und scharfen Klauen zuerst Angst eingejagt. Vielleicht hätten sie mich in Stücke reißen können. Ich fand es auch nicht gerade appetitlich, dass sie mit Vorliebe auf Friedhöfen Tote ausgraben. Doch ich hatte das Wesen der Drachen endlich begriffen, wusste, wie ich ihnen begegnen musste. Nach ein paar Monaten auf der Insel konnte ich das bedingungslose Vertrauen einiger Tiere gewinnen. Die Echsen dulden Nicole Villotour sogar in der Nähe ihrer Wohnhöhlen, wo sie eigentlich besonders angriffslustig sind. Doch es bleibt immer ein Nervenkitzel für sie, wenn sie zum Füttern quer durch die Reviere dieser Urzeitwesen läuft.
Es rührt mich jedes Mal, wenn sich diese mächtigen Drachen mit der schwingenden und entschlossenen Gangart von Schlägern auf mich zubewegen und ihre langen, gespaltenen Zungen vor- und zurückschnellen. Sie wollen fressen und nehmen mich mit all ihren Sinnen wahr. Für mich sind dies die schönsten Augenblicke meiner Arbeit mit den Tieren. Beim Fressen versteht ein Drache keinen Spaß. Eine einzige unbedachte Bewegung kann einen Angriff auslösen. Doch Füttern ist für meine Arbeit sehr wichtig. Es ist sozusagen die Eintrittskarte in das Reich dieser Fabelwesen. Die meisten Menschen halten Echsen für Fressmaschinen, denen es egal ist, was sie herunterschlingen. Doch das stimmt nicht. Es gibt wahre Gourmets unter ihnen. Für zwei meiner Männchen muss ich jeden Tag gekochte Eier mitnehmen. Doch noch lieber fressen sie frisch geschlachtete Hühner. Die Komodowarane sind keine mordlüsternen Bestien, sondern töten nur, um selbst zu überleben. In der Natur ist kein Platz für Sentimentalität. Mitleid mit dem Opfer gibt es nicht. Es herrschen eigene Gesetze, das muss jeder einmal bedingungslos begreifen, der sich wissenschaftlich mit Tieren beschäftigt. Nie zuvor hat ein Mensch gewagt, sich unbewaffnet in einer Gruppe ausgewachsener Komodowarane zu bewegen. Für Nicole Villotot haben die mächtigen Echsen ihren Schrecken verloren. Sie hat das Wesen dieser Kaltblüter kennengelernt, kann ihr Verhalten im Voraus abschätzen. Die Bewohner von Komodo nennen die engagierte Zoologin ehrfurchtsvoll die Drachenfrau. Durch ihren Mut konnte die Zoologin auch wissenschaftlich neue Wege beschreiten. So müssen die Warane nicht mehr wie früher betäubt werden, wenn man sie für Untersuchungen markieren möchte oder Daten wie Gewicht und Länge bestimmen will. Friss nicht meinen Stiefel auf. Das sind schon mal 1,50 Meter. Genau 2,40 Meter.
Es ist immer wieder ein faszinierendes Erlebnis, wenn ich die Warane morgens in ihren Revieren besuche. Wenn ich einen nach dem anderen kommen sehe, dann möchte ich einfach auf sie zulaufen, einen von ihnen schnappen und fest an mich drücken. Ich weiß, dass sie zu mir kommen, weil ich sie füttere. Doch da ist mehr zwischen uns. Ich bin einfach stolz, dass diese mächtigen Drachen mich akzeptieren. Soll ich mit dir herumkrabbeln? Bist du etwa kitzlig? Ich kann nicht anders. Ich muss sie einfach ärgern, streicheln und am Schwanz ziehen. Je mehr ich den Tieren von meiner Zärtlichkeit gebe, desto stärker wird das Band zwischen uns. Ich zeige den Drachen meine Zuneigung und sie spüren das. Sie merken sehr wohl, ob man ihnen Gutes oder Böses will. Die Tiere sind mein ganzes Leben. Ich werde sie niemals verraten. Mach mal kurz die Augen zu. Na, mein großer Anführer. Das ist ja widerlich. Was hast du denn da für ein großes Viech? Ich liebe die Drachen. Es ist für mich unerträglich, dass jedes Jahr Dutzende von ihnen in absichtlich gelegten Buschfeuern umkommen oder heimlich von kriminellen Tierhändlern gefangen werden, weil mit ihnen ein gutes Geschäft zu machen ist. Jahrmillionen haben sie überlebt. Doch nun besteht die Gefahr, dass sie in nur wenigen Jahrzehnten ausgerottet werden. Das macht mich ganz krank. Na komm, gib Küsschen. Deine Zunge ist aber schön, mein Schatz. Ce que j'ai fait, ne le faites surtout pas.
Ich kann nur davor warnen, den Varanen so nahe zu kommen wie ich, denn sie sind wirklich sehr gefährlich. Das Vertrauensverhältnis zwischen mir und meinen Drachen ist etwas ganz Besonderes. Es ist der Lohn für meine Leidenschaft und für meine Liebe zu Reptilien, die seit 20 Jahren ungebrochen angehalten hat.